Assalamualaikum, hello! Hello, Nari! Hello, Nari! Assalamualaikum, Rababa! 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 Assalamualaikum, XX! 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 Und Assalamualaikum, Haya Haya! Haya Haya! Haya Haya! Der Generalfeldmarschall, du hast recht. Das sind halt die alten graue Gehirnzellen. Aber ich schwätze jetzt wieder Deutsch. Gell? So, ich darf euch alle recht herzlich willkommen heißen in unserem schönen Ried. Freut mich, dass ihr wieder so zahlreich hier erschienen sind. Wir haben natürlich wie immer schönes Wetter. Ich darf euch alle willkommen heißen, ob groß, ob klein, mit Bürgermeister, alles was dazugehört. Und auf alle machen wir noch drei kräftige Gra! 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 So, jetzt können wir anfangen. Dann bei mir stehst du am falschen Platz. Mal, wie ich das sehe, so, wie ich das sehe, bist du ja gar nicht so störrisch. Ich muss dir aber gleich sagen, dass du dann auf den Turm musst. Ja, also ganz so umschoren kommst du nicht davon. Du hast keine Reiseerlaubnis gehabt für deinen Ausflug. Ja? Und die Zuggesellschaft hat bei der Sache überhaupt nicht zugestimmt und hat nichts gewusst von der Sache. Das hat die Konsequenz jetzt mal zum Ersten, dass du dann aufgehst in den Turm. Und wenn du weißt, dass du langsam bist, machst du wegen schneller. Gell? Also. Ihr wisst ja, warum man dann auf muss, oder? Ja. Schwere Verletzung des Fasnachtsbrauchs, wo er betrieben hat, ne? Mit ihrer ganzen Mannschaft hinten dran. Aber trotzdem, bis der Kerl hier oben ist, für was sind wir eigentlich da? Rufen halber mal! Das geht besser. Also, wie siehst du jetzt aus? Ja, besser wie vorher. Du erzählst doch ja aus, ja ich. Man geht nicht aus dem Städten aus. Und ihr sind doch so cremig und macht so viel Brauchtumssachen und da. Und jetzt kommst du hin mit dem Funken, Marile. Das glaube ich doch nicht mehr. Mein lieber Zunftmeister. Ei, ist das ein Anblick. Ich darf gar nicht Luft gucken. Und die sind der Text. Sanderweg wieder Zug. Mein lieber Zugforscher, für Is Katze siehst du gut aus. Ich sag dir's jetzt, ich mach Konschmus. Als Buße für den Mainzer Sündenfall gehst mit dem Katzenumzug als Prinz Karneval. Hello, 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 hello,
Hammer hoch! Und jetzt keiner drei kräftige Nari! 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 Und glaubt's, wir kriegen den Kerle wieder auf die Reihe. Der kriegt einen großen Wurm und dann die schwimmen Oberstübli wieder normal bei ihm. Da stimmt's wieder. Aber da ein paar Katzenmutter schwätzen, die will nämlich auch noch etwas sagen. Hello! 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 Jesus, nein, bin ich eine arme Frau! Ich bin infiziert vom Bacillus Mainzelau. Seit der Zunftmeister ein paar nette Worte zu mir. Und schon stand ich als Funkemariechen hier. Der Kater kann es gar nicht glauben. Hätte nicht nur einen roten Kopf, sondern auch noch große Augen. Und lauter Helau ist der schon ganz krank. Und bei mir liegen die Nerven blank. Den Kerle lasse ich euch so nicht dann ab. Der rennt mir nicht wie ein Papagei statt Luft und statt Napp. Das ganze Jahr hätte der sich von mir pflegen lassen. Und jetzt johlt er statt Miau Helau. Der Würle hat gesagt, Karneval ist nicht bäh. Was soll ich nur für eine Medizin gegen den Bacillus nehmen? Also ich glaube, da ist kein Kraut dagegen gewachsen. Drum mache ich halt mit jetzt auch noch diese Faxe. Jetzt wenn wir aber zusammen auf die Fasnet gau. Drum rief ich ein letztes Mal Hello! Für euch alle, mir Riedvegel rufet Gra. Beim Kater fängt die Fasnet mit Miau an. Mit dem Kater, das muss ich, das wenn ihr jetzt glaube, nochmal in den Turm zum Umziehen neigau. Wenn euch das jetzt ein wenig zu lang geht, ich kass von Stau, dann wenn ihr halt nochmal jole. Ja. Wir will ich an Kater hau. Miau! Und der Kerl ist da hin, muss ich doch glatt mal fragen, ob das stimmt. Ob dieser Mainzer Ausflug so von langer Hand vorbereitet war. Weil so spontan war es ja scheinbar nicht, wenn man 14 Tage vorher mit dem Tieflader Strohballen aufgefahren hat. Ja, wir Redvögel haben natürlich auch noch etwas ganz Wichtiges jetzt für den Kerle. Wir haben ja gesagt, wir bringen ihn wieder auf die Reihe. Und in Zukunft, wenn er fortgeht, darf er immer... Das hat einen großen Cola-Baschel, gell? Ein Stück von der Ringmauer mitnehmen. Wenn er das um den Hals hängen hat, dann ist er immer innerhalb von der Mauer. Und dann kann er nicht vom Brauchtum verletzen. Und dann ist er immer im grünen Bereich. Wie findest du denn das, Joachim? Du hast immer historische Mauer bei dir. Vor allem ist das eine flexible historische Mauer. Ja, aber du, Menge? Mich täte jetzt aber da interessieren, wo er das Schild her hat. Ich glaube, das haben die über der Stadtverwaltung abgeschraubt. Mio! 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 Ich merke, ihr kennt nicht nur Hello. Für Reise ist ja meistens nicht verkehrt, weil man da viel Neues kennenlernt. So hat jetzt ein mancher Narro in Mainz ein neuer Stern. Die hat für sich gesungen, gell, du hältst mich gelle gern. Und sie sei am Rosenmontag geboren. Mit ihr sei man bis Eschermittwoch verloren. Das Jahr war aber nicht nur die Zunft auf Reise, auch ihr Redvögel habt euch wille als Zugvögel beweisen. Ihr sind sogar Afrika kreist in ein fremdes Land und das nur zum Sandele im Wüstensand. Doch danach habt ihr mich richtig hungere lau, mit Couscous gefüttert und fast noch verdursten lau. Drum bin ich jetzt froh, dass ich mit der Katze kann auf die Fasnet gau, um mich wieder mit Kuttelsuppe kann füttern lau. Dies Jahr war's bei mir im Turm recht gut. Ich weiß warum, wegen dem Wettbewerb
echt gut. Die Zunft hat kämmert und bohrt und gesägt. Und zuletzt haben sie noch der, den ersten Preis gekriegt. Auch die Bürgerstiftung hat eine Idee von Lautenlau. Zum Fasnenumzug soll eine gemischte Gruppe gehen. Das war nur eine Furzidee, das ist nicht übertrieben. Da hätten die von ProVS doch lieber geschwiegen. Ich könnte euch da drinnen noch viel mehr erzählen, aber ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch mehr hören wollt. Drum will ich das sicherheitshalber bleiben lassen und sag jetzt nur noch aus, drei kräftige Miau! 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 Bürgermeister Weiß, ich habe jetzt verstanden, warum die Fasnet hier nicht nach Mainz gehen kann. Bei dem Funke-Mariesche, da wird es einem doch immer kalt da unten. Da hat die Katzenmutter, hatte viel längere Rock. Also uns wird es warm, wenn wir uns wird es nicht kalt, nein. Ja gut, dann schauen wir mal, was man mit so einem Funke-Mariesche noch alles machen kann. Chef, das darf bloß in die falschen Hände gelangen, das ist das Problem. Was, ist Funke-Mariesche? Sicher. Ja, ich soll ja heute Abend noch den Schlüssel abgeben, da gebt ihr mir im Austausch dafür das Funke-Mariesche. Das ist keine Katzenmutter. Bei dem Kater, so eine Katzenmutter, das passt überhaupt. Das Ried hat nur Creme de la Creme, gell? Creme de la Creme, vor wegen. Aber ihr habt jetzt so lange auf euren Kater warten müssen, seit dem letzten Fasnet. So lange wie noch nie. Und deswegen wird es jetzt Zeit, dass es endlich losgeht. Und dazu wünsche ich uns allen eine schöne Fasnet. Viel Spaß hier in der Gästle und auf der Straße. Und ansonsten, ja, Mio! Passt auf den Kerli auf und dann geht's eine schöne Fasnet und die nochmal drei kräftige Gra! 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 Mio! 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 Mach es, dass er wiederkommt! Ja.